Ich zeige euch heute Fire Emblem Engage, den neuesten Teil der sehr erfolgreichen Taktik-RPG-Reihe von Nintendo. Seid dabei! Ja, cool, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns heute zusammen Fire Emblem Engage an. Ja, die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Fire Emblem ist ja eine Reihe, die schon ewig existiert. Die ersten Teile sind hierzulande gar nicht rausgekommen, ist aber in Japan sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich bin auch großer Fan. Ich bin ein bisschen später eingestiegen, eigentlich erst auf dem DS. Dann habe ich noch mal ein paar Teile nachgeholt, habe dann auch die GameCube-Sachen noch mal gespielt und so ein bisschen reingeguckt in die früheren Sachen. Aber ja, ich habe meine Liebe für Fire Emblem entdeckt. Und ja, Fire Emblem Engage ist deswegen interessant, weil es auch so ein bisschen so ein Rückblick auf die alten Reihen ist. Es werden nämlich viele Charaktere vorkommen, viele berühmte Fire Emblem-Charaktere. Und falls ihr jetzt mit Fire Emblem gar nichts anfangen könnt, dann ist das auch nicht so schlimm, weil ich zeige euch das, ich sage euch, was daran so geil ist. Und wir schauen natürlich auch ein bisschen rein, was der neue Teil jetzt irgendwie für Features hat, ob man sich den holen sollte als Fire Emblem-Fan oder nicht. Und ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit so einem kleinen Intro, denn das Spiel hat einen richtig geilen Song am Anfang. Den müssen wir uns natürlich jetzt mal geben. Also, wir schauen uns erstmal hier den geilen Fire Emblem Song an. Der jetzt starten müsste. Ja, auf die Rot-Blau-Thematik werden wir später auch noch zu sprechen kommen, aber erstmal wollen wir ein bisschen Mucke hören. Also diese Ladezeit ist natürlich ja, Switch-based. Ihr wisst ja, ich bin kein Riesenfan von der Switch, aber ey. Alle Hände hoch! Halftime! Hey, Gitarre ein bisschen lauter noch, Alter! Ah, ein Drache! Ein Ring? Geile Melodie, die kommt später auch noch. Ja, also war das geil oder war das geil? Fire Emblem Engage. Fire Emblem Engage, ja, so heißt das Spiel. So, ihr habt jetzt schon viel gesehen vom Intro, was das Spiel auszeichnet. Also, wir haben gesehen einen bösen Drachen. Das ist natürlich wichtig. Es gibt einen bösen Drachen im Spiel, den wir besiegen müssen. Aber das Geile ist, wir sind selber auch ein Drache. Beziehungsweise wir sind so ein Drachengott. So. Und das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich werde euch später noch ein bisschen späteren Spielstand zeigen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, irgendwie auch mal von später. Können wir ein bisschen reingucken. Weil jeder weiß, Fire Emblem ist natürlich auch viel mit Lesen verbunden und so. Wir wollen jetzt nicht hier die ganze Zeit alles durchlesen. Aber wir wollen natürlich mal den Anfang des Spiels sehen, deswegen mache ich jetzt mal ein neues Spiel und zeige euch mal ein bisschen was von der Story. So, jetzt ist natürlich die Frage, Männlein oder Weiblein, beziehungsweise wähle ein Aussehen. Wir wissen ja gar nicht, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, vielleicht sind sie auch divers, wer weiß. Aber wir können zumindest ein Aussehen auswählen. Ich habe hier den männlich anmutenden Charakter genommen, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, spielen wir mal mit ihr. So, alle Jahre, okay. Ich lasse die auch immer, also ich lasse die Namen immer so bei Fire Emblem, ich weiß auch nicht warum. Dieser Name ist in Ordnung, ja. Ja, wir haben jetzt mal hier Geburtstag. Wir machen
Naja, also ich spiele ja immer so, am Anfang beim ersten Playthrough mache ich erstmal normal und klassisch. Also, weil wir wollen natürlich Fire Emblem-mäßig, dass die Charaktere nicht wiederkommen, wenn sie sterben. Es kam dann irgendwann mal dazu, dass es auch so einen Anfängermodus gibt, dass die Leute, wenn sie sterben, wieder zurückkommen. Aber der Nervenkitzel bei solchen Spielen ist natürlich Permadeath. Du musst also sehr, sehr gut spielen, damit deine Charaktere, die du lieb gewinnst über den Spielverlauf, dann, dass die halt nicht sterben. Und das macht so ein bisschen den Reiz aus. Plus, man muss auch noch dazu sagen, bei Fire Emblem mittlerweile ist es auch nicht mehr so schwierig. Also, die Kämpfe sind schon schwierig, aber es gibt mittlerweile relativ viele Features, die dir es auch ein bisschen erleichtern, selbst im klassischen Modus. Deswegen machen wir auf jeden Fall klassisch. So. Online-Spiel, ja, es gibt einen Online-Modus, beziehungsweise es gibt auch so einen asynchronen Multiplayer-Modus. Den habe ich allerdings noch nicht getestet, weil als ich das Spiel jetzt gespielt habe, war das noch nicht raus, deswegen war das Feature noch nicht am Start. Deswegen machen wir jetzt mal nicht verbunden. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe nicht so viele Erwartungen an den Online-Modus, aber ich kann es nicht sagen, weil ich habe ihn noch nicht gespielt. So, los geht's. Da war übrigens wieder die coole Melodie, die finde ich sehr gut. Die ist geil. So, geile Cutscene. So, da sehen wir schon ein Feature, also das ist natürlich Marth. Alle kennen ihn von Smash Brothers, wenn sie ihn nicht von Fire Emblem kennen. Ja, also da haben wir hier, das sind alles bekannte Charaktere, falls ich die jetzt nicht sagen, aus dem Fire Emblem-Universum. Mit denen die da, diese Geister, die da auftauchen. Was auf jeden Fall ganz cool ist, weil Fire Emblem immer so ein bisschen dieses Problem hat, dass du sehr viele Charaktere hast. In jedem Spiel gibt es dann immer neue Charaktere und so weiter. Das wären sehr, sehr viele. Und ich find's cool, dass sie auch mal ein paar Leute wiedergebracht haben, die man halt schon aus früheren Teilen kennt. Genau, und das hat natürlich alles mit diesen Ringen zu tun. Now, it's time to engage. Ja, frisurentechnisch und klamottentechnisch wird es auf jeden Fall sehr wild hier, auch bei diesem neuen Teil wieder. Also, die haben da auf jeden Fall richtig ausgepackt. Let's go. One last battle and the war will be over. The others fought hard to clear a path for us. We can't let them down. You're here at your end. This place will be your tomb. So. Move in. Genau, Einheit bewegen, ja, das wissen wir alles. Also, pass auf. So sieht das Ganze aus. Die Fire Emblem kennen oder andere Taktik-RPGs, die wissen natürlich, was das hier ist. Also, wir sind hier nicht in Realtime unterwegs, sondern das Ganze läuft rundenbasiert ab. Und wir können unsere Figuren über ein schachbrettartiges Raster bewegen. Und das Geile ist jetzt bei Fire Emblem Engage, die haben es ein bisschen so ähnlich, wie es, glaube ich, auch bei Mario und Rabbids ist, also so ähnlich. Du kannst dich jetzt nämlich hier so frei bewegen in diesem Raster. Also man sieht es natürlich schon, im Endeffekt ist das ja nur ein optisches Gimmick. Also du bewegst dich natürlich trotzdem noch auf diesen Rastern und ich kann ja auch immer noch mit dem D-Pad sozusagen die einzelnen Felder anwählen. Aber wenn ich mit dem Analogstick laufe, dann kann ich mich hier frei bewegen, irgendwo hinstellen und dann zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt hier stehen. So. Auch immer wichtig, mit der Schultertaste können wir den Angriffsbereich des Gegners einschalten. Also ich sehe jetzt genau, bis wohin kann er angreifen. Das heißt, ich kann hier vorne hingehen und kann jetzt hier sagen, warten. You have no hope of defeating. Und dann ist es sein Turn. Not even with your... Genau, jetzt ist er dran. Und jetzt bin ich wieder dran. So. He's within reach now. We can... So, jetzt greifen wir ihn mal an. Dazu kommt es drauf an, was man für eine Klasse hat. Ich bin natürlich Nahkampfklasse, das heißt, ich muss neben ihn gehen, angreifen. Und jetzt sehen wir die Vorschau. Genau, hier kann man jetzt zum Beispiel auf der linken Seite seht ihr natürlich den Namen und
Wer ist es? Natürlich, da würde jetzt normalerweise dann Marth auftauchen, weil die beiden halt verbunden sind, engaged sind. Und darunter seht ihr die Waffe und darunter seht ihr die Lebensanzeige von Alea. Und ihr seht, wie viel Schaden der Gegner an euch machen würde. Also wir kriegen jetzt 20 Damage von ihm. Darunter seht ihr den Schaden, den wir machen. Also wir machen 12 Schaden. Darunter ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Also wir werden zu 100% treffen und wir werden zu 0%, also mit 0%iger Wahrscheinlichkeit einen kritischen Treffer machen. So, dann seht ihr in der Mitte die Angriffsreihenfolge. Also ganz oben ist erstmal der Pfeil, dass wir als erstes angreifen, wir 12 Schaden machen und danach schlägt er zurück mit 20 Schaden. Genau, dasselbe haben wir dann auf der linken, auf der rechten Seite auch nochmal. Er wird Magie verwenden, deswegen ist da so ein komisches Buch, was Obscurité heißt. Genau, also wir haben eine sehr detaillierte Auskunft darüber, wie dieser Kampf ablaufen wird. Was natürlich wichtig ist später. Weil das natürlich den Taktikteil des Ganzen ausmacht. So, wir kriegen 20 Schaden, genauso wie es da schon vorhergesagt wurde. So, jetzt ist er dran, er greift natürlich auch an. Kriegen nochmal 20 Schaden. Jetzt sieht es schon schlecht aus, aber naja, ihr wisst ja, was los ist, ne? Tutorial-Fight werden wir jetzt wohl kommen. It's time. Engage! Engage, so. Genau, das ist nämlich das neue Feature. Also, ihr habt diese Ringe. Und hinter jedem Ring verbirgt sich halt sozusagen einer von diesen Geistcharakteren. In diesem Fall ist es jetzt Marth. Und ich kann sozusagen vor meinem Turn, ihr seht da diese Leiste, die um das Bild von Marth drumherum ist, diesen Kreis. So, das ist sozusagen Energie. Und wenn die voll ist, dann kann ich dieses Engage anmachen, dieses Bündnis. Und dann danach, wenn ich dann angegriffen habe, ist das Ganze wieder leer. Dann muss ich es aufladen, indem ich zum Beispiel Gegner besiege und dann kann ich das nochmal machen. So, mach ich Bündnis. The time has come. Now, as one. Emblem, engage! Ja, es hat so ein bisschen Power Ranger Flair. Das Ganze ist natürlich auch eine taktische Komponente, weil wenn ihr euch verbindet mit diesem Charakter, dann kriegt ihr neue Fähigkeiten. Neue Angriffe, neue Waffen teilweise und das natürlich im Kampf strategisch einzusetzen, genau zu wissen, okay, wann gehe ich in diesen Engage-Modus, das ist halt ultra wichtig. Und das nächste taktische Element ist auch noch, dass ihr diese Ringe natürlich verschiedenen Leuten geben könnt. Und es gibt immer sozusagen diese Kombination aus einem von diesen Geistcharakteren und einem realen Charakter sozusagen im Spiel. Und damit kann man so ein bisschen experimentieren. Also ihr könnt zum Beispiel einen Assassinen eine Heilerin ausrüsten oder ihr könnt einem Magier einen Ritter, auf einen berittenen Ritter geben oder irgendwie sowas, ja? Und da durch diese Kombination von diesen Fähigkeiten, da entsteht halt irgendwie eine ganz coole taktische Komponente. Und man hat natürlich auch besondere Angriffe, so eine Ulti sozusagen. Hier zum Beispiel habe ich jetzt hier diesen Sternlordblitz, mit dem ich ihn jetzt angreifen kann. Und hier sehen wir, das ist auch noch neu, das ist sozusagen jetzt eine extra Waffe, die ich bekommen habe. So, und jetzt sehen wir hier, ich kann ihn jetzt komplett vernichten mit meinem geilen Ulti. Okay, ich dachte, er sagt was anderes. You are weakness itself. You will never defeat me. Das ist natürlich alles hier Top 10 Anime, ne? Aber darauf muss man sich natürlich einlassen. Es ist natürlich alles ein bisschen cheesy, es ist alles sehr epic und so, und aber das ist halt Fire Emblem, das macht auch den Charme davon aus. Dass das Ganze alles so ein bisschen Telenovela. Thanks to you, this world is High Fantasy Telenovela Vibes hat. Here is complete. Know that I will always be with you and that we will stand together again as we did this. Alle sind day. Immer sehr freundlich bei Fire Emblem. Das ist auch if sowas. We cross paths again, I hope you will remember me. Ja, die sind immer so höflich. Indeed, that you will remember all of us who took up arms to fight by your side. The 12 emblems. Ja. Genau. Marth ist ein Emblem und davon gibt es 12 Stück. So, wir machen jetzt mal hier neue Speicherdaten. Ich habe ja schon ein paar Saves für euch.
So, jetzt bisschen Story. Where am I? Huh? Whoa. Tell me you're seeing this. Hello there. And you are? You're awake! Huh? You're really awake, yeah? You're the Divine Dragon! No way! No way! The Divine Dragon is finally awake! Komplett in Klamotten gepennt einfach. Und das Geile ist auch, ich meine, wir schlafen irgendwie, also wir sind jetzt an einem tausendjährigen Schlaf aufgewacht oder sowas. Also, ich weiß nicht, wer sich da immer die Mühe gibt, immer die Klamotten da zu wechseln. Calm down, you two. What's all of this ruckus about? Ja, ist so geil. Divine Dragon. It's a miracle. An utter miracle. The Divine One, awake at long last. That I might live to see you standing before me. What an honor. Not to be rude, but who are you? Ah, apologies. Ja, die Stimmen sind auch alle so super, ey. Es ist einfach so schön drüber alles. I am the 32nd steward of the dragon. Hello, Sir Vander. Oh, my divine one. There is no need to address me as such. Okay, simply yeah. Vander will do. Oh, my. See? I told you the Divine Dragon was awake. Yeah, we were telling the truth. You two, I don't believe I got your names. Oh, sorry. We were so excited we forgot to introduce ourselves. We're the 33rd stewards of the dragon. My name's Clan. Pleased to meet you. And I'm Fram. We're twins. We've been waiting forever for you to wake up. Stimmt. As stewards of the dragon, our mission is to protect and provide for you. Generation after generation of our predecessors waited for you to rise from your slumber. I'll admit, I am astonished to see it has finally happened. Also, ist geil, oder? Seit mehreren Generationen warten die darauf, dass wir jetzt aufwachen. Steward took their post. A thousand years? That's how long I've been asleep? Indeed. Your mother, Lumera, the Divine Dragon Monarch, has long awaited this day. Finally, you, a divine dragon yourself, have awakened. This surely signifies great things. Oh, slow down. This monarch you mentioned, she's my mother? And I'm ich finde, sie geht damit noch echt dragon? Relativ entspannt um, eigentlich. Is your memory hazy, divine one? Oh, I know my name, but that's about it. You can't remember anything else? Maybe you're just feeling groggy because of all that sleep. But I don't even know who I am. Fret not. Such lapses in memory are to be expected after sleeping for so long. If I may, you are a divine dragon. A member of a royal family of dragons revered as deities. Queen Lumera, the divine dragon monarch, rules over the holy land of Lithos. In the war a thousand years ago, she defeated and imprisoned the wicked Fell Dragon. You, Divine One, are her only child. The war? The Fell Dragon? Oh, I feel like I can almost remember, but... Please, do not trouble yourself trying to bring it all back at once. Your memories will return in time. You are a being of immense power. A deity, no less. Das ist nicht schlecht, oder? Dass wir eine Gottheit sind? Also das ist schon mal... Nobility and bravery. Your unflinching heroism. Hat man schon mal direkt Bock. To live up to. For now, let us head to Letho's castle. Queen Lumera will be thrilled to see you. Perhaps the reunion will help stir your memories. I hope so. Okay then. Onward and downward. To Letho's castle! Ja, easy. Gerade aufgewacht. Okay, let's go. Los, anziehen hier. Wir gehen sofort los. All this time I've been sleeping in the sky. Manchmal muss man die Switch wieder aufwecken. Kommt selber nicht drauf klar, wie lange die Leute hier labern. Yes.
The place where you slumbered is known as the Somniel, a fortress built upon an airborne island to ensure your safety. Somniel ist wichtig, diese Festung, weil das wird nachher unsere Base werden. Only a select few can set foot there. Oh, I see. And you three live there with me. Yep. As stewards, we spend our time caring for you. Ja, also da könnt ihr dann Items kaufen, Waffen aufrüsten, mit den Leuten sprechen, trainieren und so weiter. Also da wird man noch sehr, sehr oft sein. Aber falls ihr euch jetzt fragt von Three Houses, also die haben schon ein bisschen was von dem ganzen Nebengedöns wieder rausgenommen. Was man, also da gibt es jetzt keinen Unterricht mehr oder sowas, was jetzt bei Three Houses noch am Start war. Was ich ganz gut finde, weil ich mochte das irgendwie am Anfang schon ganz gerne, aber ich fand, das war schon ein ganz schöner Grind dann irgendwann bei Three Houses. Also ich fand das Spiel geil, aber ich finde, so ein bisschen weniger davon hätte mich jetzt auch nicht gestört. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass es hier wieder ein bisschen zurückgefahren haben. Need I remind you that you are in the presence of the Divine Dragon? How many times must I tell you to behave in a manner befitting your station? Divine One, please, forgive this embarrassing breach of decorum. Breach of decorum? I'm actually enjoying your enthusiasm. You're just as kind-hearted as ja, alle sind kind-hearted und alle sind immer fröhlich und super und toll, ja, ja. Oh, look, there it is. Letho's Castle. Es gibt ja nachher auch noch, natürlich dann immer, das ist eigentlich immer meine Lieblingsgespräche, es gibt so Unterstützungsgespräche. Wenn du im Kampf Einheiten nebeneinander stellst, dann entwickeln die so eine Beziehung zueinander. Und dann musst du mit denen immer so Gespräche führen, die beiden untereinander sozusagen, und dann steigt ihr Unterstützungslevel, dann machen sie einen Kampf nebeneinander, irgendwie kriegen sie halt Benefits. Und diese Unterstützungsgespräche, die sind immer so geil. Die sind so belanglos, da geht's dann darum irgendwie, magst du Tee auch so sehr wie ich und so, ja, was ist denn deine Lieblingssorte? Kamille, oh ja, super. Genau, hier ist natürlich der Ring ist wichtig. Denn da sind die Embleme drin, mit denen man sich dann verbünden kann. Vander, are creatures like that common around here? They're not. I've never seen them. Nor have I heard of such monsters appearing in Lethos before. This is a land of peace. Was auch geil ist bei Fire Emblem, du hast am Anfang, also gut wie immer, eigentlich immer so einen Charakter wie Vander jetzt hier. Also so einen starken Ritter, der schon so ein bisschen overlevelt ist, den du dann am Anfang immer eigentlich vorschicken kannst, der erstmal die ersten paar Akte alles platt macht. Aber das Ding ist, eigentlich darf man das nicht, weil er kriegt so wenig XP und du musst eigentlich dafür sorgen, dass die anderen immer die Kills machen. Und das ist natürlich jetzt auch hier wieder so. Also eigentlich, wenn wir jetzt kämpfen, Vander darf keine Kills machen, weil er sonst die ganzen XP kriegt, sondern darf eigentlich nur die Sachen wegtanken. Und die Kills, die XP, die müssen wir uns mit den anderen Characters holen, die am Anfang natürlich noch sehr, sehr schwach sind, vor allem natürlich die beiden hier. Also, ja. So, aber jetzt im ersten Kampf können wir die noch gar nicht steuern. Das ist ja auch so bei Fire Emblem. Also es kommen natürlich immer Charaktere dazu. Hier unten haben sie es ganz nett gemacht. Diese Ladeleiste, die sagt euch immer, wie viele Leute ihr gerade am Start habt. Also je größer die Gruppe wird, desto länger wird auch dieser Ladebalken, weil die ganzen kleinen Sprites dann daneben kommen. Genau. Ja, und jetzt haben wir schon einen kleinen Special-Kampf, weil das jetzt im Prinzip, ja, könnte man sagen, Escort-Kampf. Also wir müssen sozusagen mit den beiden Oberen abhauen. Und mit Vander und Alea müssen wir die beschützen. Genau. What are these creatures doing in Lethos? Genau, jetzt erklären sie ihm hier Deckung, ist natürlich auch klar. Wenn man in Deckung geht, das sieht man oben links, dann kriegen wir zum Beispiel Ausweichen plus 30, also die Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners wird erhöht. So. Die beiden sind jetzt hier schon im Gehölz. Ja, jetzt ist die Frage, entweder wir bewegen uns hier nach oben weg mit denen, oder wir bleiben hier eher im Gebüsch und ja, warten da. Ich glaube, ich würde einfach mal im Gebüsch stehen bleiben und gucken, dass wir mit ihnen hier vielleicht die Bedrohung ausschalten. Also wir sehen zum Beispiel auch hier, das ist ganz, auch ganz nett gemacht, wenn wir sie neben die Gegner gehen, dann sehen wir sozusagen schon, was sie an Schaden machen.
Was natürlich ganz cool ist, gerade weil du dich hier frei bewegen kannst, kannst du auch alles mal abchecken. Also es ist sehr gnädig auf jeden Fall. Du hast viele Informationen. Und wichtig ist bei Fire Emblem auch immer dieses Waffendreieck. Also es gibt sozusagen immer einen Vorteil, den bestimmte Waffen gegen andere haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hingehe und ich den angreife, dann sehen wir jetzt hier neben dem Eisenschwert einen Pfeil nach oben. Das bedeutet, dass dieses Eisenschwert Vorteil hat gegenüber der Eisenaxt. So. Während das, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm hier angreife, ja, alles klar, berittene Einheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm hier angreifen würde, dann hätten wir dieses Symbol nicht. Also da würde dann nichts nicht stehen. Und ihr seht schon, er macht natürlich deutlich viel mehr Schaden und kriegt vor allem nur einen Schaden. Also er ist schon sehr mighty. So, aber wir machen es jetzt mal so. Wir gehen mal hier in den Busch. Und wenn wir hier in den Busch stehen, dann sehen wir schon, der Gegner hat nur 36% Trefferwahrscheinlichkeit. Also das ist auf jeden Fall ein guter Deal. So, zack, daneben. Sehr, sehr gut. Und mit Vander greifen wir jetzt mal ihn hier an. Vander auch nur 53%, aber ist nicht so schlimm. Versuchen wir trotzdem mal. Also, es klappt. So, die greifen natürlich hier an. Boah, trotzdem getroffen. So, der hat jetzt nur noch 8. Also den Kill müssen wir jetzt am besten jetzt eigentlich abholen. Ja, wobei es eigentlich fast egal ist. Wir werden eh nicht beide kriegen. Genau, jetzt hauen sie ab. Ja, okay. These enemies are formidable indeed. Divine One, please use a vulnerary if you are wounded. Ja, easy. Heilen natürlich ganz easy mit einem Item. So, jetzt wollen wir mal schauen. Also, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kommen hier auch noch Gegner von der Seite gleich. Aber wir müssen jetzt natürlich hier vor allem mal den Verfolger ausschalten. Ja, das wird jetzt schon tough hier langsam. 53%, ja. Was sollen wir machen? Vorhin kommen wir auch nicht, um den Weg abzuschneiden, also müssen wir es wagen. Ja, diesmal hat es nicht geklappt. So, und ihn hier können wir aber zumindest noch besiegen, holen uns den Kill ab. So, und kriegen ein bisschen XP. So, Clan kriegt jetzt auch nochmal einen kleinen Hit ab. So, nice. Noch einen zweiten Kill gekriegt. Genau, das ist nämlich alles nicht so einfach. Gerade dieses XP rumschaffeln, das ist jetzt nicht so easy wie bei Pokémon. Dass man da einfach irgendwie einen XP-Teiler nimmt oder sowas. Wollen wir uns mal heilen? Ja, komm. Egal. Sondern du musst schon ein bisschen gucken, wie du die XP verteilst. Also, genau, er hat jetzt noch einen. Außer er macht einen Crit. Nee, macht er nicht. So, und jetzt habt ihr gesehen, diese Herzen, weil die beiden jetzt nebeneinander waren beim Kampf, haben die beiden jetzt ein bisschen Unterstützungslevel bekommen. Also je öfter ich die, genau, jetzt kommen noch mehr. More enemies. They just keep coming. You're all trying to protect me. I should be protecting you. If only I could. Somehow. You must remember. Da ist er wieder. The ring. No, that my strength can be yours. I know that voice. If ever we cross paths again, I hope you will remember me. Indeed, that you will remember all of us who took up arms to fight by your side. The 12 emblems. Divine One?
Divine One! You mustn't do this alone! Don't worry! Please! I'm not alone! Help me! Lend me your strength in this fight! Shine on! Emblem of Beginnings! Da kommt wieder der geile Song. I am known as Marth. Emblem Marth, to be clear. Ja, Mucke ist schon Hammer. Also da kann ich nichts sagen. Grafik so ein bisschen Hit and Miss. Also, wie man es kennt von Fire Emblem, kann sehr schön sein. Natürlich gerade die Cutscenes auch geil. Zwischenzeitlich, aber auch, naja, also gerade texturmäßig. Es hat natürlich so ein bisschen diesen leichten Pastellfarbenstil, aber das natürlich auch vor allem, um darüber hinwegzutäuschen, dass viele der Texturen da auch extrem verwaschen sind. Und es gibt teilweise dann wirklich Gebiete, ich weiß gar nicht, ob wir das Feature nachher noch sehen, aber ich glaube ja, ich glaube, das sehen wir auch gleich. Nach jedem Kampf bleibst du sozusagen in der Area, wo dieser Kampf war. Und kannst dann noch mal kurz ein paar Gespräche führen, ein paar Sachen sammeln und so weiter. Und diese Gebiete, die sind wirklich immer so lame, optisch. Jetzt sind wir eh wieder voll. With your help, Marth, we might just make it. Will you join us? Of course. I will fight alongside you from here forward. Your ally until the very end. So sieht's aus. So, haben wir ja eben schon mal gemacht. Oh, das können wir uns mal angucken. Genau, also, ein flinker Angreifer, der seine Gegner mit Anmut und Schnelligkeit überwältigt. Hier kriegen wir jetzt die Synchrofähigkeit Aufmerksamkeit. Erleichtert das Ausweichen, also die Gegner haben weniger Trefferchance. Wir haben eine neue Waffe, den Rapier, der fügt berittenen und gepanzerten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Wir haben göttliche Schnelle, das ist eine Fähigkeit, die wir bekommen durch das Bündnis. Führt im Kampf einen zusätzlichen Folgeangriff mit Schaden 50% aus, also wir haben sozusagen anderthalb mal so viel Schaden. Genau, und wenn du ein Drache bist, dann erhält die Einheit KP in Höhe des Schadens durch den Folgeangriff, das natürlich auch sehr gut ist. Und das ist die Ulti, die haben wir ja eben gerade schon gesehen. So, also Bündnis, zack. Bam. Ja, das Design von den, wenn man dann in diesem Bündnis ist, also mein Geschmack ist es jetzt nicht unbedingt so. Ich finde, das sieht aus wie so ein bisschen so ein 50-Euro Diablo-Skin irgendwie. So, hey, cool, du hast jetzt Engelsflügel an dir dran, aber Es ist halt Fire Emblem. Ich meine, was soll man sagen? Es ist halt, wie gesagt, alles eh ein bisschen drüber. So, dann nehmen wir natürlich jetzt nicht den Sternenlord-Blitz. Machen wir erstmal normal. Beritten ist ja auch keiner. Das heißt, wir können auch normal angreifen. Genau, der hat jetzt nur noch 19% Wahrscheinlichkeit, uns zu treffen, weil wir erstens natürlich diese Fähigkeit haben, zweitens im Busch stehen. Im Busch stehen. Ja, also da werden wir jetzt, da werden wir nicht viel aushalten müssen. 37%. Das wird wahrscheinlich auch nichts werden. Mal sehen, vielleicht gehen wir sogar flawless hier raus. So. Genau, da haben wir jetzt gesehen. Okay, ihr fragt euch vielleicht, warum haben wir jetzt dreimal angegriffen? Und zwar ist es so, je nachdem, wie die Stats sind von den Charakteren, wenn wir sehr viel mehr Schnelligkeit haben als der Gegner, dann kann es dazu kommen, dass wir zweimal angreifen können. Es geht für Gegner auch, also wenn ihr mit einem sehr langsamen Gegner gegen einen sehr schnellen Gegner kämpft, dann greift er euch zweimal an. Und jetzt haben wir sozusagen sowieso erstmal diesen Schnelligkeitsvorteil, das heißt, wir greifen den Gegner zweimal an, plus dann haben wir ja nochmal unseren Folgeangriff, wo wir dann nochmal 5 Schaden gemacht haben. Also,
Genau. Deswegen haben wir ihn jetzt dreimal angegriffen. So, Level up, Level 2. So, das ist immer random, welche Werte du kriegst. Also es ist natürlich, ich glaube, das läuft irgendwie so ab, dass sozusagen bestimmte Werte je nach Klasse höhere Wahrscheinlichkeit haben, erhöht zu werden. Aber es ist auch immer so ein bisschen Randomness dabei, welche Werte du erhöhst beim Level up. Was ich auch ganz witzig irgendwie finde. Heißt also, dass es nie gleich ist, immer ein Playthrough. So, und jetzt, wenn wir es richtig machen müssten, dann müssten wir uns jetzt eigentlich mal überlegen, wo kann der hin? Und wir müssten eigentlich mit ihm jetzt wegreiten, weil wir ja nicht wollen, dass er uns angreift. Weil wir den Kill ja lieber mit Alia haben wollen. So, deswegen haben wir es eben so gemacht. Und er greift uns an, wird uns auf keinen Fall treffen mit 12%. Zack. So. So, und jetzt habt ihr so ein bisschen den Anfang gesehen. Wir können uns mal gucken, jetzt noch eine kleine Cutscene anschauen. Dann wollte ich euch noch mal einen späteren Save zeigen. Machen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter. Diese Szenen, wo so keine Musik ist und einfach nur so Szenen danach geschnitten werden, erinnert mich immer an so Musikvideos ohne Ton. So, ja, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist doch schon ganz geil. Das ist nämlich unsere Mutti. Ja, die haut schon ganz gut rein. Zack, da ist sie. At last, you are awake. So. Wir springen noch mal kurz in einen späteren Save. Weil ich will hier jetzt auch nicht noch zu viel spoilern hier von der ganzen Sache. Ach so, das ist auch ganz nett so. Das meinte ich vorhin. Also jetzt ist hier der Kampf vorbei. Jetzt haben wir so eine kleine Area, in der wir hier so ein bisschen rumrennen können. Hier sieht es sogar noch ganz nett aus, muss man ja sagen. Aber später gibt es da teilweise Gebiete. Also die sind wirklich so absolut leer und langweilig. Naja, also das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von dem Spiel. Ja, diese Rot-Blau-Geschichte mit den Haaren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, dreimal dürft ihr raten, woran das angelehnt ist. Also Rot und Blau ist ja meistens immer konnotiert mit bestimmten Eigenschaften. Und das ist natürlich wird dann später natürlich wichtig, denn es gibt nämlich auch Embleme, die sind böse. Oder beziehungsweise, ja, es gibt immer rote Embleme. So. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Also, braucht auch keine Angst haben, ist jetzt kein Major Spoiler oder sowas, kommt auch relativ. Ist alles noch zum Anfang des Spiels, wird das. Oder wir gucken uns nochmal den Song an. Nein. Das wird alles relativ zum Anfang des Spiels erzählt. So. Wo war das denn, wo ich hin wollte? Hier, genau, Viadukt. So, hier sehen wir jetzt, ich habe jetzt hier schon mehrere Charaktere unten. Und ja, wir sind jetzt, ja, was stand da gerade? Irgendwie 6 Stunden im Spiel oder sowas vielleicht. Genau, und hier sehen wir jetzt mal, wie das Ganze dann später ist, wenn man durch ist mit dem Tutorial. Also, ihr seht rechts die Map. Und wir können auch vor dem Kampf ein paar Einstellungen machen. Zum Beispiel können wir jetzt hier Einheiten abwählen und anwählen. Also wir dürfen jetzt 9 Leute mitnehmen und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme Louis raus und nehme dafür Chloe mit. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Weil Chloe ist nämlich ein Pegasus-Reiter. Das ist irgendwie ganz geil. Genau, die hier unten sind noch nicht wirklich großartig gelevelt, deswegen nehme ich die jetzt mal nicht mit. So, und dann seht ihr jetzt hier auch 4 Charaktere, die schon Ringe haben. Es gibt nämlich dann nicht nur unseren Ring, also jetzt hier habe ich natürlich jetzt die männliche Variante von Alia. Deswegen hat der jetzt hier Marth am Start. Und hier habe ich zum Beispiel Alfred und der hat Sigurd dabei.
Oder hier Celine und Celica. Und das hier ist Mikaya. Das ist, glaube ich, eine Heilerin. Genau. Und ich könnte die Ringe jetzt nehmen und kann die auch irgendwem anders geben. Das ist halt das Geile, ne? So hat sich's, macht es, finde ich, Sinn. Also, ich bin ja ein Schwertkämpfer oder der Hauptcharakter ist ein Schwertkämpfer, deswegen habe ich ihm jetzt Maß gegeben. Das passte mir ganz gut. Und so, bis jetzt habe ich immer so das Gefühl gehabt, es gibt schon so eine sinnvolle Kombination von Ringen, ja? Also, zum Beispiel hier Sigurd ist halt auch so ein Lanzenkämpfer, der Alfred halt einer berittenen Einheit halt auch entsprechende Fähigkeiten gibt, die dafür auch helfen. Sie hat hier eine Zauberin am Start, Celica, die ist auch ziemlich mächtig, also das kann ich euch auch gleich mal zeigen. Die hat einen mega krassen Skill, diese Teleport-Ragnar, wo du dich irgendwo hin teleportieren kannst auf das Spielfeld und da sofort einen mega starken Angriff machst. Das ist mega geil. Und das hier ist eine ganz lustige Kombination, also Yunaka ist ein Dieb, also ne, große, viel Chance auszuweichen, relativ hohe Crit-Chance. Und Mikaya ist eine Heilerin. Und sozusagen, da ist es eine ganz witzige Kombination aus Heilung und Assassine. Genau, so. Dann kannst du auch noch hier die Position ändern. Also, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier siehst, was kommen hier für Gegner. Hier sind zum Beispiel zwei Zauberer, haben wir hier, und ein Schwertkrieger. Und hier haben wir zwei Lanzenkämpfer, drei Lanzenkämpfer. Dann könnten wir jetzt zum Beispiel überlegen, wenn wir jetzt wen mit einer Axt haben, dann stellen wir den auf die Seite, weil der wird immer Vorteil haben gegen die Lanzenleute. Steht jetzt hier schon richtig, also das ist schon alles super. Und hier bräuchten wir im Prinzip, okay, dafür bräuchten wir auch einen Axtkämpfer und hier bräuchten wir eigentlich jemanden mit einer Lanze und hier haben wir jemanden mit einer Lanze und hier haben wir auch wen mit einer Lanze, also die beiden könnte ich vielleicht tauschen. Und dann ist das auch alles schon mal richtig. So, und dann können wir auch loslegen. Wir müssen mit ihnen schnell und zurück zum Castle. There's not a moment to spare. Of course, Prince Alchrist. Leave it to us. Genau, hier kriegen wir jetzt noch mal drei Charaktere dazu. We'll be back in time for dinner. Such confidence. Ja, also die Gruppe wird halt immer größer. Aber man muss sich dann halt schon irgendwann ein bisschen auswählen, wen man mitnimmt, weil du hast halt irgendwann so eine riesige Gruppe, dass du nicht mehr alle leveln kannst. Oder beziehungsweise, wenn du sie leveln willst, musst du halt ein bisschen grinden. Now then, get behind me. Deswegen sucht man sich dann halt im Spielverlauf meistens so seine Lieblinge aus. Looks like it's starting. To your positions, everyone. Oh, the Divine Dragon is absolutely. Absolutely not as cute as we are. Ja, Rosado ist eigentlich ganz cool, weil er ist natürlich jetzt einer von den Bösen sozusagen. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool, weil es ist halt so ein Crossdresser-Charakter, ne? Now, let's steal those rings and do Hortensia proud. Ready to start? Yes, Rosado. Let's make quick work of them. So, die stehen hier auf so einem Schutzfeld, genau, die kriegen, werden pro Runde um 30 geheilt, also da müssen wir auch gleich mal gucken, dass wir die vielleicht als erstes wegkriegen. Die haben immer relativ hohen, die Pegasus-Ritter haben sehr, sehr hohen Bewegungsradius, aber sind sehr, sehr schwach gegen Bogenschützen. Genau, sie hat eine Schmetterwaffe, kann ich euch auch gleich zeigen. So, und jetzt können wir mal hier angreifen. Und ihr werdet sehen, das ist ein One-Hit-Kill, weil, ja, Pegasus-Ritter oder Lanzenflieger, wie es hier heißt, und Crit haben wir auch noch gemacht, lol. Haben halt eine extreme Schwäche gegen Bogenschützen. So, mit ihr können wir jetzt mal hier angreifen. Sie hat eine Eisenklinge, das ist eine schwere Waffe, ist, glaube ich, auch neu, gab es vorher, glaube ich, auch noch nicht. Damit kannst du Gegner nach hinten pushen, aber der Gegner greift immer zuerst an, weil die Waffe so schwer ist. Damit kann ich ihn sozusagen aber jetzt runterkriegen von seiner Position. Now's our chance. Genau. So, er ist jetzt nicht mehr drauf, das ist halt ganz geil. So, hier kann ich jetzt mal vielleicht euch mal das Emblem zeigen, können wir auch mal ein Bündnis machen. Zack. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Großes Opfer, ist auch eine mega geile Ability. Da kannst du alle Leute heilen im Team und verbleibst aber dann nur noch mit einem KP. Also du gibst sozusagen deine ganze Lebensenergie
für dein Team. So, hier haben wir jetzt so einen gepanzerten Gegner. Die sind immer sehr, sehr schwach gegen Magie. Deswegen greifen wir ihn jetzt mit Magie an. Was sie natürlich eigentlich nicht könnte, sondern jetzt nur diese Fähigkeit hat sie jetzt nur durch das Emblem bekommen. So, und dann räumen wir ihn jetzt mal ab mit... Ja, so. Achso, genau. Hier sehen wir natürlich jetzt auch, wie die Leute angreifen können. Also wir haben hier Magie-Leute, die können natürlich Fernkampfangriff machen. Das heißt, die können über zwei Felder hinweg angreifen. Bogenschützen können mit einem normalen Bogen auch zwei Felder weit attackieren. Mit einem langen Bogen können sie auch drei Felder. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen überlegen, wie die Einheiten jetzt stehen. Weil hier zum Beispiel kann ich jetzt mit ihm... Also hätte ich jetzt nach hier gehen können, um anzugreifen, aber ich schaffe es zum Beispiel jetzt nicht, hier auf einen von den schrägen Feldern zu gehen. Deswegen muss man sich natürlich schon ein bisschen überlegen, wie man seine Leute hinstellt. So, ich greife jetzt mit dem Eisenschwert plus 2 an, das habe ich also schon ein bisschen aufgelevelt. Das kannst du dann auch in diesem Somniel, in dieser Festung machen, die ich vorhin erklärt habe. Genau, dann ist er weg. Die beiden kriegen hier ein bisschen Unterstützungspower. So, dann wollen wir mal sehen... Mit ihr schaffe ich es nicht, ihn hier unten anzugreifen, aber mit ihr könnte ich es schaffen. Und sollte auch passen, genau, wir machen 11 Schaden. Zack, so, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir mal L-Taste drücken und sehen, wo... wir uns überall nicht hinstellen dürfen, weil wir sonst angegriffen werden. Also, wir sehen jetzt schon hier, er hier kriegt auf jeden Fall Ärger von den beiden Lanzendudes. Und hier unten, was kommt hier auf uns zu? Hier kommen die beiden Zauberer und hier kommt noch ein Lanzenflieger. Wir haben ja unten schon einen Bogenschützen, deswegen packe ich jetzt mal oben hier noch einen hin, zack. So, mit ihm gehen wir mal in die Mitte, damit er flexibel ist, weil er kann immer so weit reiten. Hier haben wir noch eine Reitereinheit, die kann auch hier in die Mitte. Genau, Selbstverbesserer ist eine Fähigkeit. Wenn er nicht angreift in einer Runde und stehen bleibt, dann kriegt er, also erhöht er seine Stats. So, die ziehe ich jetzt hier einfach mal hinterher. Ups. Sie ist super. Sie ist so eine kleine rotzige Göre, aber sie ist immer sehr, sehr witzig. Emblem. But how? How is she here without my summoning her? Look at your face. You silly divine dragon. Did you think emblems were just a you thing? Not by a long shot. Yeah, it's a pretty cool trick, huh? I'm so glad I'm able to use it. And it's all thanks to Lord Sombron powering up this ring. Genau, Lord Sombron ist dieser böse Drache, den wir im Intro gesehen haben. That's one of the rings my mother was protecting. Give it back. Yeah, not gonna happen. It's Illugia's ring now. But if you really want to see it one last time, come a little closer. I'll give you a good long look. Genau, ja, jetzt haben nämlich unsere Gegner auch so einen Ring. Und dementsprechend hat sie auch eine Ulti und hat auch bestimmte Fähigkeiten. Also da muss man dann wirklich schon aufpassen, dass man ein bisschen taktiert, dass man sich nicht da irgendwie in die Reichweite begibt von dieser Ulti. Oh, das ist auch ganz gut, dass wir das jetzt mal sehen. Und zwar ist das jetzt ein Vorteil, den dieser Lanzenkämpfer hier gegen uns hatte. Und das, was sie gerade gesehen haben, Bruch, das ist, soweit ich weiß, auch neu. Und zwar, wenn uns jemand angreift, der einen Vorteil gegen uns hat, dann können wir nicht zurück angreifen. Also dann werden wir gebrochen, er verliert seine Waffe und dann können wir sozusagen nicht zurück attackieren. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Komm, mal Bündnis machen wir auch mal an. Warum nicht? So.
Sie kann zum Beispiel jetzt zwei separate Angriffe machen. Das können wir ja mal, kann ich ja mal demonstrieren, obwohl es, glaube ich, hier nicht mal nötig wäre. Wobei es natürlich besser wäre, wenn wir irgendwo hingehen würden, wo wir beide attackieren könnten. Also, Echo. Seraphim macht ein bisschen mehr Schaden, deswegen machen wir das jetzt mal. So, zack. Und jetzt können wir nochmal angreifen. Greifen den hier auch noch an. Der kann uns jetzt zurück angreifen. Hat aber nur 48% Trefferwahrscheinlichkeit, also hoffen wir es einfach mal das Beste. Genau. So, und jetzt haben wir die beide schon ziemlich low. So. Und was wir jetzt machen können, kann ich euch auch mal zeigen. Wir machen mit ihm auch mal Bündnis. Ach so. Ah, es geht nicht. Ach, weil sie dahinter steht. Okay, ich wollte euch gerade die Fähigkeit überreiten oder so heißt die zeigen. Damit kann man sozusagen durch zwei Gegner so durchreiten. Egal, wir machen trotzdem Bündnis. So, bam. Genau, das ist das, was ich meine. Aber es geht nicht, weil eine von meinen Einheiten hinter steht. So, schauen wir uns das mal an. One-Hit-Kill. Im Nahkampf sind Zauberer natürlich nicht besonders gut. Sein Design ist halt auch einfach nur geil. Er hat einfach zwei, ja, was ist das? Rotoren. Propeller. So. Yes. Magie ist immer gut gegen gepanzerte Einheiten. Aber zum Glück haben wir hier keine gepanzerte Einheit stehen. So, und der macht gar keinen Schaden an uns. Naja, das ist ja easy. Naja, oder eben auch nicht, ne? Genau, so, haben wir unten schon mal alle weg. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie wir die beiden hier besiegen. Einen können wir ja hier noch mal kurz, wobei wir können sie auch hier hinstellen. Pretty weak. Der ist schon mal weg. So, ihn ziehen wir mal nach vorne. Mit ihr greifen wir an. Okay. Kritischen Treffer, nice. So, wohin können die alle bis dahin? Okay, wir müssen jetzt mal überlegen, ob wir nach oben oder nach unten gehen. Oder ob wir uns aufteilen. Ich glaube, ich würde mit ihm mal oben rum. So, mit denen gehe ich hier über unten. Sie bleibt erstmal noch in der Mitte. So, und die können hier alle mal unten lang. Ja, sie kann vielleicht sich einmal heilen lassen hier auf dem Feld. So. Genau, sie wird geheilt, so. Ja, easy. Jetzt machen wir natürlich wieder hier mit ihm, machen wir den Flieger weg, ist ja klar. Er hat so ein, er ist eigentlich vom Charakter auch ganz lustig. Er guckt schon mal schon so geil. Al Chris, und er hat so einen komischen Beschützerinstinkt. Das war in dem Dialog auch eben gerade schon zu hören. Der will immer seine Schwestern beschützen. Aber die beiden Schwestern von ihm oder die Kumpanen, ich weiß gar nicht, glaube ich, sind nicht seine Schwestern, aber die sind halt, also die müssen eigentlich nicht beschützt werden, weil sie eigentlich die krassen Schwertkämpfer sind und er ist eigentlich der Bogenschütze, der beschützt werden musste. Eigentlich ganz lustig, die Kombination aus den beiden. So. Was machen wir hier jetzt mal? Da können wir ja mal mit dem Rittertod angreifen. Der ist nämlich gut gegen berittene Gegner und damit werden wir ihn auch killen.
Bam. I will protect you. Ja, dann haben wir hat ein Item gedroppt. Na, guck mal. So, jetzt haben wir wieder einen neuen Effekt bekommen hier von unserem Bündnis. Und zwar, dass wir immun gegen Einfrieren sind. Was natürlich ganz geil ist. So, und mit ihm, wo gehen wir mit ihm mal hin? Komm, gehen wir mal hier vor. So, sie kann hier bleiben. Und er müsste wahrscheinlich jetzt kurz mal hier unten helfen. Damit der nicht gleich unsere Magierin angreift. This is the mission of the stewards. So, dann haben wir oben noch hier so einen Dude. Und den können wir doch mit ihr hier angreifen. So, zack. Mit dem Langbogen. Deswegen kann sie drei Felder angreifen, weil sie den Langbogen hat. Looks like I broke him. Kriegt noch ein Level up, sehr gut. So, und dann können wir hier, habe ich gerade nicht gesehen, wir können hier gar nicht vorbei, weil da irgendwelcher komisch ein Unrat liegt. Deswegen gehen wir mit denen jetzt mal hier oben lang. Und die ziehen wir über unten. Sie geht mit oben lang. So, dann hat jetzt von denen hat keiner angegriffen, weil wir nicht im Angriffsgebiet hier stehen von denen. Das heißt, sie sind aber stehen geblieben. Aber da werden wir sie natürlich jetzt rauslocken. Indem wir zum Beispiel, was sind wir denn hier? Wir haben hier zwei Schwertkämpfer und das ist ein Kampfmönch. Kampfmönche sind mega effektiv gegen Fernkampfeinheiten, also vor allem Bogenschützen. Das heißt, der darf auf jeden Fall nicht unseren Bogenschützen erreichen. Und die Schwertkämpfer sind gut gegen Äxte. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach mal hier unseren Lanzenkämpfer hin und schicken ihm als Support, hier als Backup geben wir ihm noch einen Zauberer und der Rest kann sich jetzt hier langsam annähern. Und sich in Stellung bringen. Um dann gleich zuzuschlagen. Das kann man natürlich immer ganz gut exploiten hier. Wenn so Leute stehen bleiben und sich nicht bewegen, dann kann man sie baiten und dafür sorgen, dass dann... Oh, guck mal, ich laber Scheiße. Die kommen trotzdem nicht. Guck mal, er will nicht. Okay, man muss hingehen. Tja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil... Naja. Jetzt mal überlegen müssen, wie wir das machen. Ich habe ihn jetzt hier erstmal in so einem Ding geparkt. Wenn man da reingeht, dann kriegt man seine Bündnisleiste wieder aufgeladen. Was natürlich ganz gut ist. Wir brauchen mal einen Tank. So, mit was greift sie an? Sie greift mit Elfenlicht an. Ja, das ist, müssen wir jetzt schon ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Im besten Fall stellen wir uns natürlich so hin, dass wir nicht von allen angegriffen werden. Ich glaube, ich würde jetzt noch mal einen Zwischenzug machen und mich so ein bisschen vortasten. So, wenn man hier steht, dann greifen sie einen nämlich an. Okay, wenn man hier steht, dann greifen die beiden einen an. Dann stellen wir uns doch mal hier hin und machen unser Bündnis an. So. Emblem engage. So, und was wir jetzt auch noch machen können ist... Wir können jetzt hier mal warten und sie kann uns schützen. So, das heißt, wenn die uns angreifen, kriegen wir keinen Schaden. So, sie bleibt jetzt mal hier. Dann haben wir noch ihn, können wir hier hinpacken. Er kann nach hier laufen. So, sie können wir hier hoch. Die stellen wir jetzt hier einfach irgendwo hin. Meinetwegen.
hier hin. So. Reicht. So. Die zwei Runden machen wir mal noch. Und dann ist ja unsere Zeit auch schon vorbei. Den ganzen Kampf schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja, ihr habt gerade gesehen, dass wir keinen Schaden bekommen haben wegen der Protektion von unserem Kampfmönch. Und kritischer Treffer ist natürlich auch mal nicht schlecht. So, die Runde schauen wir uns noch an. Hat uns auch nicht getroffen. Ja, guck mal, perfekte Runde. So, easy. Tja, die Runden dauern immer schon mal ein bisschen. Wir müssten natürlich jetzt hier noch Hortensia besiegen. Aber das würden wir, glaube ich, auch schaffen. Wir sind schon ganz gut aufgelevelt. Ich hoffe, ihr habt mal so einen kleinen Eindruck bekommen von Fire Emblem Engage, wie das Ganze funktioniert, was das Coole ist an dem Kampfsystem. Ich find's ein super Spiel, also generell bin großer Fan von der Fire Emblem-Reihe, einfach weil es so entschleunigt ist, ja. Also so, man kann sich genug Zeit nehmen, alles zu planen und so weiter. Man hat coole Charaktere, die natürlich irgendwie anime-mäßig ein bisschen drüber sind, aber die irgendwie trotzdem sympathisch sind, mit denen man sich irgendwie anfreunden kann und die man natürlich auch kennen und lieben lernt über die Spieldauer. Ist einfach ein schönes, wirklich gutes Taktikspiel, was natürlich auch klar ist, weil die haben halt mega viel Erfahrung in Intelligent Systems über die ganzen Teile, die sie schon gemacht haben. Also wenn ihr Bock habt auf Taktik-RPG, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr euch natürlich diese etwas, ja, epische, vielleicht etwas zu epische Story und diese etwas überzeichneten Charaktere jetzt nicht abfacken, dann solltet ihr es auf jeden Fall mal spielen. Ich find's bis jetzt, hab jetzt, glaube ich, 20 Stunden oder so gespielt, find's bis jetzt auf jeden Fall sehr cool. Story bin ich, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht die beste der Reihe. Also da habe ich aber natürlich auch noch nicht alles gesehen. Das kann natürlich auch noch kommen. Aber sonst bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Die Kämpfe machen wirklich Spaß und die neuen Features, finde ich, geben auch wirklich ein paar coole taktische Neuerungen mit rein, die das Ganze interessant machen. Also, ich bin auf jeden Fall schon mal überzeugt davon. Und ja, sagt doch mal Bescheid, was ihr so für Erfahrungen habt mit Fire Emblem Engage oder mit Fire Emblem generell. Schreibt's gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.